Dieser Clip zeigt die Bedienung eines Scheduler Control am Elvis-Display. Um ein zusätzliches Ereignis zu erstellen, drücken Sie das Plus-Symbol. Das Ereignis soll jedes Jahr stattfinden. Geben Sie nun einen Namen, zum Beispiel Feiertag, ein Preset, zum Beispiel Nacht, die Priorität sowie die Start- und Endzeit ein. Wählen Sie nun das Datum, in diesem Beispiel den 1. Mai. Um eine Voreinstellung zu ändern, drücken Sie das Editiersymbol neben dem Preset. Hier können Sie die Vorgaben der Solltemperatur für unsere beiden Presets verändern. Diese Veränderung wirkt bei allen Ereignissen, die diesen Preset verwenden. Bestätigen Sie mit OK und Sie finden den neuen Eintrag bereits in Ihrer Vorschau. Möchten Sie ein Ereignis löschen, so wählen Sie dieses aus und drücken Sie Löschen. Um einen bestehenden Kalender-Pattern zu verändern, wählen Sie das Pattern aus. In unserem Beispiel die Weihnachtsfeiertage. Betätigen Sie das Editiersymbol und fügen ein neues Ereignis hinzu. Durch Auswahl der Bereiche Jahr, Monat und Tag können Sie das Datum anpassen. In diesem Fall möchte ich den Neujahrstag jedes Jahr hinzufügen. Verlassen Sie dieses Menü wieder, indem Sie rechts oben das X-Symbol drücken und bestätigen Sie mit OK. Auch hier sehen Sie den entsprechenden Tag sofort in der Vorschau. Sie können nun weitere beliebige Einträge erstellen, indem Sie die gezeigten Schritte wiederholen.